willkommen. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023 mit Sonne, Merkur und Jupiter in Widder, Feuerenergie. Der Mond ist bis kurz vor 12:30 noch in den Zwillingen, ist natürlich für die Kommunikation sehr gut. Dann wechselt der Mond gegen 12:30 so in den Krebs. Das bedeutet, dass man eben sehr gefühlvoll ist im Gespräch und auch sehr empfindsam mit dem Mond im Krebs. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man kann aber mit Merkur im Widder und auch mit Jupiter im Widder grandios vorankommen, wenn man sich eben auf diese gefühlsmäßige Ebene auch ein Stück weit einlässt und einstellt und eben auch akribisch an den Ergebnissen arbeitet. Es ist etwas, was man sich erarbeiten muss, was längerfristig dauert, aber eben doch sehr von Dauer ist. Also sollte man sich reinhängen. Des Weiteren weiterhin die Venus im Stier, langfristig planen und aber auch sich was gönnen, ganz klar. Wir haben dann natürlich auch Pluto im Wassermann. Wir haben Uranus im Stier, Veränderungen, auch Durchsetzungskraft und natürlich gute Ideen stimmen da auch mit ein, auch gerade bei Saturn und Neptun in den Fischen. Also eine sehr flexible Woche, wo man eben auch viel auf den Weg bringen kann. Schauen wir uns das an, wie das heute an diesem Dienstag so aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023. Wir haben Sonne, Merkur und den Jupiter in deinem Zeichen. Wir haben ja den Mond in den Fischen bis kurz nach 5 heute Nachmittag. Dann wechselt auch der Mond in dein Zeichen. Okay, wir haben an diesem Tag oder ab diesem Tag bis über den Monatswechsel hinaus eine Verbindung zwischen Mars und Saturn, die eben gut arbeiten lässt. Also man kommt gut voran. Das ist für alle sehr, sehr schön. Also Mars ist im Krebs und Saturn in den Fischen, sehr gefühlvoll. Also man muss sich auf Sensitivität einstellen, Feinfühligkeit, ja. Und wir haben auch an diesem Dienstag Sonne und Mond in guter Konstellation. Wahrscheinlich dann ab 5 Uhr, wenn nämlich beides im Widder steht. Und auch da kommen gute Stimmung und gute Energien zusammen. Ja, Mars, wie gesagt, im Krebs. Wir haben die Venus im Stier. So ein bisschen besitzanzeigend. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Und natürlich Saturn und Neptun in den Fischen. Auch sehr gefühlvoll. Mars im Krebs, habe ich schon gesagt. Ja, Pluto im Wassermann natürlich. Wir schauen uns an, was wir für dich haben am heutigen Dienstag. Zurückhaltung, 2 der Schwerter. Fokussierung, na klar, auf die Arbeit mit Mars und Saturn passt das sehr gut, das macht dich erfolgreich. Das aber in aller Ruhe und auch, ich denke, sensitiv. Du bist nicht ganz zufrieden. Ich denke, das liegt auch an Mars im Krebs, der natürlich die Dinge etwas verlangsamt, weil man sich mehr auch, ich sag mal, um das Menschliche, um das Miteinander kümmern muss. Das ist aber auch wichtig, lieber Widder. Auch wenn das ein bisschen die Dinge verzögert, sollte man sich schon um ein Miteinander bemühen. Und auch wenn es dir ein bisschen zu viel erscheint, für manche Menschen in deinem Umfeld ist das ausgesprochen wichtig. Und vielleicht lässt dich das dann auch ein bisschen toleranter, was das betrifft, heute am Dienstag auftreten. Die Energien sind toll für dich. Ein bisschen Geduld und ein bisschen Toleranz kann nicht schaden. Ich wünsche dir einen schönen Dienstag und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023. Sonne, Merkur, Jupiter, wie gehabt, im Widder. Der Mond befindet sich in den gefühlvollen Fischen, allerdings nur bis kurz nach 5 heute Nachmittag. Dann wechselt der Mond in den Widder. Dann haben wir auch da Widderenergie. Ja, ist natürlich sehr feurig, ja. Und kann auch manchmal ein bisschen stressig werden, durchaus. Der Mars ist im Krebs, das gefällt dir sehr gut. Da geht nichts zu hastig voran. Es geht um das Zwischenmenschliche, das Miteinander. Auch damit kannst du gut umgehen. Uranus ist ja auch im Stier und sorgt für Veränderungen. Ich hoffe natürlich, dass die positiv sind. Dann haben wir auch Saturn und
den Neptun in den Fischen. Da geht es auch um Gefühl. Wir haben auch seit heute oder ab heute über den Monatswechsel hinaus eine gute Verbindung zwischen Saturn in den Fischen und Mars, was dafür sorgt, dass man gut arbeiten kann. Also eigentlich für dich alles im grünen Bereich. Schauen wir uns das mal an. Wir haben die 5 der Kelche. Also für dich ist es auch manchmal schwierig zu erkennen, welche Dinge ja du ändern kannst und welche nicht. Natürlich können wir bei uns selber immer was ändern oder wie wir mit einer Sache umgehen. Das sind die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, die dir mehr oder weniger zugemutet werden. Und das ist das, womit du arbeiten kannst, was du in Händen hältst und womit du umgehen kannst. Das sind auch Kelche und das ist auch gefühlsmäßig das Zwischenmenschliche. Da geht es um Detailfragen, ja, um Kleinigkeiten vielleicht, aber auch Kleinigkeiten sind manchmal ausschlaggebend. Die Kraft, die Disziplin hast du als Erdenergie, ganz klar. Und vielleicht bringt dir die Feuerenergie auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Ehrgeiz mit rein oder Umsetzungsfreude, je nachdem. Wir haben die 5 der Stäbe, das ist der Wettbewerb, wobei wir das auf der einen Seite natürlich so sehen können, dass ein freundschaftlicher Wettbewerb beflügeln kann bei Dingen, aber natürlich auch bei einem nicht so freundschaftlichen Wettbewerb kann es nervös machen und man steht so ein bisschen unter Zugzwang oder möchte einfach besser sein oder so als der oder die andere. Also ich würde es ruhig und entspannt angehen, vielleicht auch mit den Leuten, wo man sich nicht so gut versteht, versuchen ein Frieden zu stiften oder eben beizubehalten, wenn das geht. Ich würde nicht zu viel Wettbewerb da reinbringen. Das könnte ja irgendwann dann eskalieren und das wäre unschön und würde auch den Frieden ein bisschen stören. Also du entscheidest natürlich. Ich wünsche dir einen schönen Dienstag. Viel Erfolg dabei und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen früh wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023. Sonne, Merkur und Jupiter beflügeln dich im Widder. Der Mond ist bis kurz nach 5 in den Fischen. Naja, da ist natürlich sehr viel Gefühl drin. Ab kurz nach 5 steht auch der Mond im Widder, also auch Push nach vorne. Wassermann, Pluto ist natürlich auch unterstützend, sollte dich aber nicht, ich sag jetzt mal, zu vorschnellen Entscheidungen drängen oder zu viel Ellenbogen an Nutzung. Ja, das sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Gut überlegen. Mars ist im Krebs und möchte, dass man sich eben mit den Menschen um sich irgendwo familiär zusammenrauft. Ja, das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Wir haben eine gute Konstellation zwischen Sonne und Mond, auch gerade im Widder. Wie gesagt, das kann natürlich ein bisschen zu weit nach vorne pushen. Deswegen versuche das in einem gesunden Maß zu halten. Wir haben Neptun und Saturn im Fisch und das bedeutet eben auch gefühlsmäßig. Und Neptun ist natürlich schwierig für die Zwillinge. Gefühlsmäßiges Chaos kann da vorherrschen. Saturn in Verbindung zu Mars sorgt aber dafür, dass wir bis über den Monatswechsel hinaus eben gut arbeiten können. Was haben wir für die Zwillinge? Team Play, also miteinander gut arbeiten. Ja, da ist natürlich der ein oder andere, der sich durchsetzen möchte, argumentiert. Man kann ja auch argumentieren. Man kann ja auch sagen, ich setze mich für die Dinge ein. Es kommt nicht drauf an, ob, sondern wie. Also lieber charmant entgegenkommt, freundlich und vor allen Dingen diszipliniert. Also, dass man eben sein Know-how, sein Wissen mit einbringt und auch zeigt, wie man die Dinge umsetzt und dass man dranbleibt, dass man sich nicht direkt irgendwie unterbuttern lässt oder von etwas abbringen lässt. Das wäre ganz wichtig. Also ich denke mal, dass zu viel Durchsetzungskraft, habe ich ja eben schon gesagt, dazu führen kann, dass man ja Widerstand spürt oder dass es Streit geben kann. Besser ist daran festzuhalten, miteinander zu agieren statt gegeneinander. Und vielleicht kannst du auch selbst ein Stück dazu beitragen. Das wäre schön. Du kannst ja gut kommunizieren und dich mit anderen auseinandersetzen. Und vielleicht ist das ein gutes Zeichen, um die Dinge, ich sag mal, freundschaftlich oder partnerschaftlich hier laufen zu lassen. Also gutes Teamplay. Ich wünsche dir einen schönen Dienstag und wenn du magst, sehen wir uns morgen früh wieder. Ein
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Dienstag, 28. März 2023. Sonne, Merkur und Jupiter befinden sich im Widder. Der Mars befindet sich in deinem Zeichen, bestärkt dich natürlich, dich durchzusetzen, Dinge zu fördern. Der Mond ist in den Fischen, sehr gefühlvoll, sensitiv, intuitiv bis kurz nach 5. Dann wechselt auch der Mond in den Widder. Das kann natürlich dazu führen, dass man ein bisschen viel auf einmal möchte, dass die Erwartungen immens hoch sind. Vorsichtig damit. Wir haben aber natürlich auch Saturn und den Neptun in den Fischen, was Kreativität fördert, Ideenreichtum und natürlich auch Träume verwirklichen, die du mit Mars vielleicht umsetzen kannst. Ich glaube auch, dass du mit Mars eben gute Zusammenarbeit erleben wirst oder schon erlebst bereits. Das ist sehr schön, genieße es. Wir haben natürlich den Pluto im Wassermann, der so ein bisschen eigenwillig daherkommt. Das kann dich betreffen, aber auch andere Personen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man eben nicht abhebt, ja, oder andere, die gerade abheben, vorsichtig wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Dann haben wir Uranus im Stier und Venus im Stier. Das ist so ein bisschen eine vereinnahmende Energie. Ja, aber auch natürlich genießen wollen und verändern wollen. Was haben wir für den Krebs? Der Turm. Ja, möglicherweise etwas hinten runterfallen lassen, damit Platz geschaffen wird für Neues. 5 der Stäbe ist natürlich auch Wettbewerb, aber auch Nervosität. Wir haben die 4 der Münzen, Sparsamkeit. Es könnte sein, dass du ein bisschen von dem Bedürfnis, ich sag jetzt mal, jetzt gerade zu brillieren oder andere, ich sag mal, zu überbieten in deinen Fähigkeiten oder so, dass du davon ein bisschen Abstand nehmen solltest, ja. Übertreib's nicht. Halte an dem fest, was dir wichtig ist. Wenn das nicht immer so klappt, dann gib auch nicht zu viel Geld aus. Wir haben die 2 der Kelche. Unterhalte dich mit den Menschen, die mit dir zusammen zum Beispiel gut arbeiten oder gut auskommen. Die werden dir einen guten Rat geben und dir auch den Rücken stärken und dir helfen, an Dingen festzuhalten, die wichtig sind und vielleicht auch dich von ein paar unliebsamen Dingen zu trennen. Und das musst du nicht alleine tun. Da kannst du ruhig Hilfe in Anspruch nehmen. Vielleicht widerstrebt es dir auch, ein paar Dinge loszulassen, ja. Und dann darfst du gerne dich auch auf das Urteil derer verlassen, denen du vertraust. Also ein bisschen Zusammenarbeit, ein bisschen loslassen, um Neues zu begrüßen und Veränderungen herbeizuführen, ist nicht das Schlechteste. Ich wünsche dir einen schönen Dienstag und ich sage bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023 mit Sonne, Merkur und Jupiter im Widder. Ja, feurige Energie mit dem Kopf durch die Wand, hoffentlich nicht. Der Mond befindet sich im Fisch und bedeutet eben gefühlvoll, sensitiv, verträumt auch zum Teil, auch mit Neptun und Saturn in den Fischen, ist man teilweise kreativ und kann sich auch gut in andere hineinversetzen. Das kann in allen Bereichen sehr hilfreich sein. Der Mars befindet sich im Krebs. Das ist eben auch das Kollektiv, die Gemeinschaft, das Familiäre wird groß geschrieben und nicht so sehr die Ellenbogentaktik. So, das kann nützlich sein, ist aber ein bisschen verlangsamend, ja, ich sag mal im Ergebnis, dass man eben nicht so direkt vorankommt. Und das kann natürlich störend wirken. Pluto im Wassermann fördert auch, dass man sich selbst verwirklichen will, seine Ideen anbringen möchte und dass man eben ja auch für die Gemeinschaft etwas erreichen möchte, wobei man natürlich immer sich vergewissern sollte vorher, ob die Gemeinschaft das auch wirklich will. Dann haben wir den Uranus im Stier und auch die Venus im Stier, so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal sehr sensitiv in Form von genießen können. Auf der anderen Seite auch langfristig und verlässlich planen. Okay, das ist nicht schlecht. Uranus ist ja auch Veränderung. Was haben wir? Geduld. Du brauchst Geduld, ja. Ritter der Münzen. 10 der Münzen. Also die Geduld bringt dir den Erfolg, die Sicherheit und Stabilität. Und natürlich fördert es deinen Ehrgeiz mit Pluto im Wassermann, mit der Widderenergie, dann auch mit Mond im Widder. Ab 17 Uhr ungefähr oder kurz nach 17 Uhr heute kann dein Ehrgeiz, ja, ich sag jetzt mal ins Unermessliche steigen, denn wir haben auch eine Verbindung zwischen Sonne und Mond, beides im Widder. Sei da bitte vorsichtig, dass man etwas erreichen will, das ist gut, man sollte nur nicht übertreiben.
Ja, wir haben schließlich auch mit Mars im Krebs und Saturn in den Fischen eine gute Energie, beruflich gut voranzukommen. Aber man muss sich dabei wirklich um das Menschliche auch kümmern. Hier haben wir einen Schnellschuss. Wir haben den Ritter der Schwerter, der natürlich schnell eine Kurzschlussreaktion hervorrufen kann oder auch eine Überraschung für dich parat hat. Sei da bitte mit der Erdenergie ein bisschen vorsichtig. Ja, bevor du irgendwas zusagst, machst oder so, solltest du dich vergewissern, ja, was das für Konsequenzen hat und ob deine Stabilität und Sicherheit erhalten bleibt. Dann ist alles in Ordnung. Man könnte hier auch sagen, jemand explodiert zum Beispiel, ja, wäre vielleicht nicht die beste Aktion. Aber wie gesagt, es kann in verschiedene Richtungen gehen, wie gesagt, Überraschung oder eben unüberlegte Handlung. Wenn du das vorher weißt, kannst du ja vielleicht dich darauf vorbereiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023. Sonne, Merkur und Jupiter befinden sich im Widder und ab kurz nach 5 heute Nachmittag auch der Mond. Der ist bis dahin aber in den Fischen sehr gefühlvoll, sensitiv. Man sollte sich eben liebevoll auch um andere kümmern, freundlich entgegenkommt und hilfsbereit sein. Der Mars im Krebs verlangsamt vieles. Ja, das kann schon mal ärgerlich sein, aber es geht eben auch um die Gemeinschaft, um das Familiäre im Leben, auch im Kollegenkreis vielleicht und so. Und das solltest du auch annehmen und genießen. Die Venus ist ja im Stier, was dir sehr entgegenkommt als Erdenergie. Da geht es auch um langfristige Bindungen, die sehr erfolgreich geknüpft oder, ich sag mal, vertieft werden können. Dann haben wir natürlich Saturn und Neptun, die gerade Neptun auch so ein bisschen die Gefühle durcheinander bringen kann. Also, ja, Pluto im Wassermann noch, Macht- und Ohnmacht-Themen durch Ideen, neue Ideen, Veränderungen. Naja, schwierig vielleicht manchmal, aber man sollte damit eben sehr vorsichtig umgehen. Was haben wir für die Jungfrau? Disziplin, klar, wir haben Mars und Saturn, Mars im Krebs, Saturn in Fischen, auch eben gut für die Arbeit. Das geht auch bis zum Monatsende hinaus. König der Münzen, du bist in deinem Element. Und die Entscheidung, wie gehst du damit um? Das kann von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Also, dass man in der einen Situation vielleicht sehr sachlich reagiert, in der anderen vielleicht ein bisschen gefühlvoller, sensitiver. Das ist immer situationsabhängig. Und mit dem König der Kelche, der skorpionischen Energie, solltest du deine Ziele und Vorstellungen unter gar keinen Umständen aufgeben. Auch wenn du fürsorglich und entgegenkommend bist, deinen Mitmenschen gegenüber, ja. Es geht nicht darum, dass du für andere etwas aufgibst. Es geht darum, dass du bei deinen Dingen bleibst und trotzdem liebevoll und entgegenkommend zu anderen bist. Ob das nun, ich sag mal, miteinander läuft oder ob man eben auch unterschiedliche Meinungen zu etwas hat. Man kann sich darüber natürlich adäquat auseinandersetzen. Ich denke mal, dass du in deinem Element bist und das den Gefühlaspekt mit einbeziehen solltest und da eben dann auch erfolgreich bist. Disziplin hast du sowieso und die Kraft, etwas umzusetzen, auch. Also ganz schöne Energien für diesen Dienstag. Viel Erfolg und wenn du magst, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Dienstag, 28. März 2023. Sonne, Merkur und Jupiter im Widder. Mond in den Fischen bis kurz nach 5, dann wechselt auch der Mond in den Widder. Mit der Widderenergie möchtest du Dinge vorantreiben. Mit dem Pluto im Wassermann möchtest du dich durchsetzen. Du hast die Möglichkeit, du hast die Kraft dazu. Die Frage ist nur, lohnt es sich tatsächlich? Wir haben den Mars im Krebs, da geht es eben auch um zwischenmenschliche, gefühlvolle Dinge und der ein oder andere kann sich sehr schnell auf den Schlips getreten fühlen. Damit muss man gut umgehen können. Da spreche ich deine Diplomatie an und dein Harmoniebedürfnis. Dann haben wir Neptun und Saturn, die eben auch die Gefühle bestärken, aber auch die Kreativität. Wir haben die Venus im Stier. Da möchte man langfristig planen und auch eben langfristige Verbindungen, ja, kreieren oder weiterführen. Wir haben Uranus im Stier, der schon mal für Überraschungen sorgt. Die können positiv und negativ sein.
Ja, schauen wir uns das an. Wir haben auch noch eine gute Energie zwischen Mars im Krebs und dem Saturn in den Fischen. Man kann gut und adäquat arbeiten. So, fünf der Kelche. Für dich als Waage ist es wichtig zu erkennen, wo du Einfluss hast und wo nicht. Die drei der Kelche ist immer das, wo du nichts machen kannst, wo du mit klarkommen musst. Die zwei der Kelche ist das, woran du etwas tun kannst. Zum Beispiel deine Einstellung zu Dingen, deine Art und Weise, diese für dich zu verarbeiten und natürlich auch, wie du damit umgehst mit den Gefühlen, deinen Gefühlen und den Gefühlen anderer. König der Münzen ist eben auch Pragmatismus, Erdenergie, Dankbarkeit und Demut für das, was man hat. Sieben der Stäbe, ja, ist so ein bisschen Eigensinn, ist so ein bisschen, ich stehe für meine Belange ein, ist so ein bisschen auch Stierenergie oder Widderenergie, ein bisschen Sturheit oder mit dem Kopf durch die Wand. Und da ist eben das noch verstärkt durch die vier der Münzen. Man lässt sich von einer Sache schwer abbringen. Ja, man lässt sich einfach vielleicht auch nichts sagen oder man will sich da nicht reinreden lassen oder man hat eine festgesetzte Meinung und akzeptiert vielleicht da nur schwer andere Argumente. Also da solltest du vielleicht aufpassen, ja, denn es kann wichtig sein, dass man eben auch, wenn man Argumente dagegen hat, den anderen oder die anderen eben auch anhört und akzeptiert, dass da eben eine andere Meinung vorherrscht. Sonst kann man vielleicht auch, ich sag mal, diese Energie nicht so gut nutzen. Dankbarkeit und Demut ist sehr hilfreich. Ich sag mal, Diplomatie ist sehr hilfreich. Aber wie gesagt, man sollte nicht versuchen, etwas auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Ja, gerade auch mit Pluto im Wassermann ist das nicht immer von Vorteil. Ich wünsche dir aber gutes Gelingen, genug Sensitivität, Intuition und dann kriegst du das schon hin. Viel Erfolg und wenn du magst, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023 mit Sonne, Merkur und Jupiter im Widder. Der Mond wechselt auch gegen 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr in den Widder. Da haben wir sehr viel Feuerenergie. Bis dahin haben wir den Mond in den Fischen. Das macht dich auch sensitiv, gefühlvoll, hilfsbereit und entgegenkommend. Dazu natürlich auch Neptun und Saturn, die auch in den Fischen verweilen. Das ist wichtig, weil wir haben noch andere Energien, die Feuerenergien. Wir haben die Venus im Stier. Da ist auch so ein bisschen langfristiges Plan. Das ist ganz gut. Und dann haben wir den Mars im Krebs, was für dich auch sehr angenehm ist. Aber es geht halt nicht zu schnell. Ja, man muss ein bisschen Geduld haben. Und ja, dann haben wir Uranus im Stier mit den Überraschungen, aber wir haben auch Pluto im Wassermann, wo ein bisschen, sagen wir mal, Macht ausgeübt werden könnte, was vielleicht auch schwierig ist für dich. Schauen wir uns das mal an, wie das für den Skorpion aussieht. Du stehst vor einer Entscheidung. Übrigens, die Energie von Mars im Krebs und Saturn in den Fischen sorgt dafür, dass wir bis über den Monatswechsel hinaus gut arbeiten können. Das gilt für alle. Geduld ist wichtig, ja. Ritter der Münzen und die Beziehungen. Also eben auch das Zwischenmenschliche, gerade auch mit Mars im Krebs und natürlich auch mit der ganzen Fische-Energie aufeinander zugehen, einander zuhören und Verständnis füreinander haben. Natürlich nicht seine eigene Meinung aufgeben, deswegen, das ist nicht gemeint, aber zu akzeptieren, dass es Menschen mit einer anderen Meinung gibt. Wir haben die Wunscherfüllung, da ist sehr viel Gefühl drin, da ist Entgegenkommen drin, Freundschaft ist drin, Liebe ist drin. Also ich denke mal, dass du dich sehr wohl fühlst, ja. Es ist nur wichtig, dass du auch bei deinen Entscheidungen Geduld an den Tag legst. Auch, wie gesagt, eine gewisse Toleranz anderen Meinungen gegenüber. Und dass du eben da auch sehr schöne gefühlsmäßige Bindungen hast oder eingehst. Und das darfst du gerne feiern. Also hab einen wunderschönen Dienstag, mein lieber Skorpion. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen früh wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023, mit Sonne, Merkur und Jupiter im Widder, was für dich als Feuerenergie natürlich optimal ist. Der Mond wechselt auch kurz nach 5 in den Widder. Bis dahin ist er aber in den Fischen. Das kann ein bisschen schwierig sein, gefühlsmäßig, zumal wir Saturn und Neptun ja auch in den Fischen haben.
Lass dich davon nicht beirren, versuche pragmatisch vorzugehen. Wir haben dann natürlich auch den Pluto im Wassermann. Das kann dazu führen, dass man sich so ein bisschen, sagen wir mal, viel zutraut oder ein bisschen zu selbstbewusst rüberkommen kann, weil man denkt, man könnte alles verändern. Schwierig, wenn man übertreibt. Wir haben aber auch den Mars im Krebs. Das verlangsamt einiges und sorgt eben fürs Kollektiv, dass man so ein bisschen familiärer miteinander umgeht. Das muss nicht schlecht sein. Wir haben die Venus im Stier und auch den Uranus im Stier. Ja, genießen, nicht zu hastig machen und langfristig planen ist da drin. Ja, und ich denke mal, mit der Energie von Saturn und Mars kann man eben auch gut arbeiten. Was haben wir? Der Eremit, Jungfrau-Energie. In sich gehen, überlegen, was möchte ich, wo will ich hin, was kann ich nicht so gut. Da haben wir den Wagen, die Erfolgskarte, die Dinge in Spur bringen, ja, die richtige Fahrrinne. Geselligkeit oder Gesellschaft, ja, vielleicht auch gesellschaftliches, ja, Miteinander, auch im Karriere und so weiter. Ja, du hast ja da vielleicht was überlegt, wo du hin willst. Mäßigkeit, eigene Karte ist eine starke Energie, wenn die eigene Karte in der Legung kommt. Bedeutet, Gefühl und Intellekt sind bei dir im Einklang. Ich denke mal, dass du gut überlegt vorgehst, nicht hastig vorgehst und auch nicht versuchst, irgendjemandem von irgendwas zu überzeugen, sondern dass du natürlich auch, ich sag jetzt mal, gesellig bist, aber eben nicht so missionarmäßig unterwegs bist. Das ist auch gut so. Das ist nämlich dann auch ein bisschen zu viel. Aber die Krebsenergie fordert dich schon und gibt dir auch den gewissen Ehrgeiz, voranzukommen, die Dinge in der Spur zu halten. Sehr, sehr schön, bleib dran, aber bleib auch in der Erdenergie gut zu überlegen und nicht hastig vorzugehen oder vielleicht auch, sagen wir mal, zu viele Risiken einzugehen oder zu weit dich rauszulehnen. Ich wünsche dir einen angenehmen Dienstag, viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Dienstag, 28. März 2023. Sonne, Merkur und Jupiter befinden sich im Widder. Der Mond wechselt gegen 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr auch in den Widder. Da haben wir dann eben auch Temperament, Leidenschaft und ja, manchmal auch ein bisschen Eigensinn drin. Bis dahin ist der Mond in den Fischen sehr sensitiv, liebevoll, hilfsbereit, entgegenkommt, gefühlsmäßig offen, genauso wie Neptun und Saturn, die sich auch in den Fischen befinden. Wir haben die Venus im Stier, das ist natürlich Verlässlichkeit, aber auch Genussfreude in Partnerschaften, egal ob geschäftlich oder privat. Dann haben wir den Uranus im Stier, der eben für Veränderungen sorgen kann oder dich daran erinnert. Wir haben aber auch Pluto im Wassermann. Naja, da kann es schon auch Dissonanzen geben, je nachdem, wie man auch da rüberkommt. Was haben wir jetzt für den Steinbock? Vier der Münzen, an etwas festhalten. Königin der Stäbe, da ist Optimismus, Feuerenergie, aber auch Ärmel hochkrempeln und anpacken. Und da haben wir die Neun der Stäbe. Du möchtest gerne mit anpacken, du bist dabei, obwohl du ziemlich ausgepowert bist, ja. Ich denke mal, dass du auf jeden Fall auf deine Ressourcen Acht geben solltest. Das haben wir öfter beim Steinbock, aber nicht nur beim Steinbock. Ja, Optimismus hilft, ja. Wir haben auch die Herrscherin, du kommst gut voran, aber du solltest eben auch dann, wenn du was erreicht hast, auch mal eine Atempause einlegen. Ganz wichtig, ja. Durchweg durchzuarbeiten und seinem Erfolg hinterher zu hecheln, bringt dich nicht wirklich dahin, wo du hin willst, weil man kann es auch übertreiben und deswegen würde ich dir einfach mal wieder ans Herz legen, auch mal zwischendurch Pausen einzulegen, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Ich kann dir das nur sagen, ob du das umsetzt, ist natürlich deine Sache, aber es weist immer wieder darauf hin, dass du dich bisweilen auch mal übernimmst und da solltest du die Warnzeichen deines eigenen Körpers eben gut beachten. Das kann ich dir nur sagen, wie gesagt, du befolgst das, was dein Herz dir sagt und was dein Intellekt dir sagen. Aber wie gesagt, vielleicht meldet sich der eine oder andere da und sagt, okay, jetzt ist mal wieder Pausenzeit, lieber Steinbock. Ja? Ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg, gutes Gelingen, eine positive Einstellung natürlich. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Dienstag, 28. März 2023 mit Sonne, Merkur und Jupiter im Widder. Der Mond wechselt übrigens kurz nach 5 nachmittags auch in den Widder. Bis dahin ist er in den Fischen, sehr gefühlvoll, sensitiv, empfindsam, genauso wie der Mars im Krebs, der eben vieles verlangsamt, was deine Geduld fordern kann und auch eben auf, ich sag jetzt mal, familiäres besteht, also dass man miteinander gut umgeht und dass man sich gut versteht und dass man eben, ja, ich sag mal, miteinander gut arbeitet zum Beispiel. Dann haben wir natürlich auch Neptun und Saturn, die eben auch sehr auf Gefühl und, ja, ich sag mal, Menschlichkeit achten, wobei eben Mars im Krebs und Saturn in den Fischen auch dafür sorgt, dass wir über den Monatswechsel hinaus gut und, ja, konzentriert auch an den Dingen arbeiten können. Pluto im Wassermann kann natürlich dafür sorgen, dass du dich selbst verwirklichen willst. Die Feuerenergie tut dir Übriges dazu. Bitte nicht zu eigensinnig und bitte auch nicht zu stur. Denn wir haben auch Venus, wie gesagt, im Stier für langfristige Verbindungen. Aber auch da kann so ein bisschen, ja, festgefahrene Meinung drin sein. Du willst dich selbst verwirklichen und du möchtest Macht ausüben. Aber bitte mit Charme. Was haben wir für den Wassermann? Auch die Jungfrau-Energie. Überlegen, was ist gut, was ist nicht gut. Ganz viel Gefühl, ja, das kann dich natürlich auch, ich sag jetzt mal, überraschen, wie viel Gefühl dabei ist. Die 2 der Kelche, Gespräche auf Augenhöhe, sehr liebevolle Energie. Das kann auch jemanden kennenlernen bedeuten oder die Überlegung, wie kann ich die Person für mich gewinnen, ob jetzt beruflich oder privat, ja. Wie gehe ich auf die Person zu? Wir haben hier die 7 der Kelche, das ist die Illusion. Das sind auch hohe Erwartungen. Also es ist nicht nur so, dass du dann vielleicht viel Gefühl für jemanden hast, sondern dass du auch erwartest, dass die Person eben auch total begeistert ist oder gewisse Eigenschaften mitbringt. Das passiert ganz unbewusst, das ist dir gar nicht bewusst. Aber das kann durchaus der Fall sein. Die 7 der Kelche ist eigentlich immer ein Garant dafür, enttäuscht zu werden, weil sie eben große Erwartungen weckt, weil man Träume, Wünsche und Vorstellungen hat, die sich in der Realität meistens nicht verwirklichen lassen. Und deswegen solltest du natürlich schauen, dass du nicht zu weit von der Realität entfernt bist mit deinen Vorstellungen, Träumen und natürlich auch damit, was du von deinem Gegenüber erwartest. Wenn du das in einem gesunden Maß hältst, und da hilft dir dann der Eremit, dann kann das durchaus ein sehr erfolgreicher Tag auch im Beziehungsbereich oder Gefühlsbereich werden. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Dienstag, 28. März 2023 mit Sonne, Merkur und Jupiter im Widder. Wir haben den Mond in deinem Zeichen, was eben die Feuerenergie ein bisschen bremst, gefühlvoll ist, hilfsbereit, charmant entgegenkommt, ja, nett und lieb und hilfsbereit, ja. Dann haben wir ab kurz nach 5 eben den Mond auch im Widder. Da ist dann sehr viel Leidenschaft drin, auch vielleicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Das wird noch unterstützt von der Venus im Stier, die ja auch eine gewisse Sturheit inne hat, aber eben auch langfristig plant und vorbereiten möchte und festhalten möchte, aber auch Sinnlichkeit und Genussfreude. Also da kann man schon mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Wir haben dazu natürlich Neptun und Saturn in den Fischen. Bleib deiner Linie treu und nutze deine Kreativität. Wir haben dazu, wie gesagt, Venus im Stier, aber auch Uranus im Stier, der sorgt für Veränderungen und wir haben Pluto im Wassermann. Da kannst du vielleicht mit dem einen oder anderen auch Macht und Ohnmacht spüren, ja. Also es kann durchaus sein, dass du da vielleicht auch, ich sag mal, auf Gegenwehr stößt, ne? Schauen wir uns das mal an. Wir haben übrigens mit Mars und Saturn eine tolle Energie, gut zu arbeiten, auch bis in den nächsten Monat rein. Also Mars ist ja im Krebs, auch eine schöne Energie für dich, bringt dich voran. Und im Saturn ist ja deine Energie. Da sind noch ein paar Hürden zu nehmen, aber du hast es bald geschafft. Intuitiv natürlich, Intuition ist sehr wichtig. Und der Herrscher, es ist
der richtige Moment, beziehungsweise du wirst wissen, wann der richtige Moment ist, Verantwortung zu übernehmen, sich um etwas zu kümmern. Der Herrscher ist immer, ich bin mir der Verantwortung bewusst, ich weiß, was zu tun ist. Es kann natürlich auch manchmal sein, dass der Herrscher ein bisschen übers Ziel hinausschießt, aber mit der Intuition sehe ich diese Gefahr nicht. Aber du wirst wissen, wann es Zeit ist, zum Beispiel auch mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, andere vielleicht zu bremsen oder einen Stopp einzulegen. Es geht um Detailfragen. Und vielleicht geht es auch für dich darum, gewisse Dinge zu erfahren, zu ergründen oder zu lernen. Du darfst dir gerne Zeit lassen, aber die Detailfragen sind an diesem Tag irgendwie wichtig und deswegen solltest du sie heute nicht außer Acht lassen. Das sagt dir im Übrigen auch deine Intuition. Vielleicht geht es auch darum, mit den Zehen der Stäbe die Kleinigkeiten nicht zu übersehen, damit du schneller fertig wirst. Also dir lieber ein bisschen mehr Zeit zu lassen und eben genauer hinzuschauen. Ja, das ist ja auch das Kleingedruckte Lesen, bevor du nachher die ganze Sache nochmal überprüfen musst. Das ist so der Hinweis, den ich sehe. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und sag bis morgen.